Lieben, heute gibt es mein Fashion Haul von der letzten Woche. Ich war ja letzte Woche in Amsterdam shoppen und hatte euch mitgenommen und euch versprochen, dass ich dazu ein Haul drehe, weil ich sehr, sehr viel gefunden habe. Und ich denke, die Sachen müsstet ihr noch bekommen. Einige waren zwar im Sale, aber nicht alles. Ich fange an mit diesen Schuhen hier von Zara. Ich habe diese Schuhe gefunden und ich finde die so schön. Die sind halt in so einem Metallic Look in Rose Gold und ich stehe gerade voll auf Metallic, so an Schuhen, an alles Möglichem eigentlich. Und die habe ich bei Zara gefunden, die waren von 40 auf 20 Euro reduziert. Und was ich dazu sagen muss, hier waren dunkelgraue Schnürsenkel drin. Ich habe weiße da reingetan, weil ich einfach finde, das sieht schöner aus und ich finde, es passt halt besser zu der Sohle. Und die sind halt in so einem, wie sagt man, Bowling-Look, finde ich. Ich finde die wunderschön und die passen eigentlich auch immer zu allem und ja, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich bei Zara eine neue Tasche gefunden. Schon wieder eine Tasche. Und zwar sieht die so aus. Ich finde, die sieht sehr nach Chanel aus irgendwie, wegen dem Steppmuster und wegen der Kette halt. Das ist ja so das Typische. Ja, sie hat halt hier so eine kleine Polsterung. Die Kette ist hier doppelt. Und dann ist es so eine Sackform, die man halt dann so zumachen kann. Und finde ich eigentlich so total perfekt. Man kann die abends anziehen, wenn man weggeht. Aber man kann die auch voll gut im Alltag so anziehen, wenn man irgendwie was Schlechtes anhat. Dann ja, ist die Kette so quasi das Accessoire. Ich habe das Preisschild jetzt abgemacht. Ich meine von 30 Euro auf 15 Euro oder von 40 Euro auf 15 Euro. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, 15 Euro dafür nur noch gezahlt. Und ich habe sie gesehen und es war die letzte. Und da musste ich sie sofort nehmen. Also ich finde die echt super toll und ich glaube, ich werde sie sehr, sehr oft tragen, weil die halt irgendwie voll schlicht ist, aber irgendwie auch nicht. Genau, hier ein Zara-Schal. Total unspektakulär, aber ich liebe halt so Riesenschals. Und der ist halt wirklich riesig. Und der ist halt ganz normal gestrickt, aber super weich und schwarz. Und mein schwarzer Schal, den finde ich irgendwie nicht so toll. Den habe ich damals gekauft, weil ich einen schwarzen Schal brauchte. Und ich finde das Material und so einfach nicht so schön. Und dann habe ich den gesehen, der war irgendwie von 20 Euro reduziert auf 4 Euro oder 3 Euro, 4 Euro. Und dann habe ich den natürlich sofort mitgenommen. Und jetzt ist es ja auch noch total kalt, deswegen kann ich den auch ganz gut noch tragen. Und ich freue mich total. Ach so, hier, das sind übrigens die alten Schnürsenkel von den Schuhen. Also, so war das quasi vorher. Deswegen, das finde ich irgendwie schöner. Dann war ich bei H&M und habe auch Schnäppchen gemacht. Das sind zwar jetzt nur Kleinigkeiten. Und zwar zwei Gürtel und einmal einen weißen geflochtenen. Ich finde es halt so schön im Sommer, wenn man weiße Gürtel trägt, so eine High-Waisted Jeans. Ich trage ja sehr gerne weiße Shirts oder weiße Sneaker. Und dann finde ich das irgendwie total schön. Keine Ahnung, das sieht auch total sommerlich aus. Und den hier habe ich auch gefunden. Ach, der war reduziert von 5 Euro auf 2 Euro. Und dann nochmal so ein Metallic-Gürtel. Passt eigentlich perfekt. Also es ist genau derselbe Ton wie die Schuhe. 2 Euro auch von 5 Euro reduziert. Und dann habe ich die Schuhe gefunden und dachte so, was für ein Zufall, das passt perfekt und das kann man natürlich auch in Kombi tragen. Dann habe ich noch einen Teil von H&M und zwar bekommt ihr diesen Pulli nicht im Sale, sondern gerade so in Divided Black. Und zwar ist es einfach so ein grauer Strickpulli, also der ist halt grob gestrickt. Und das Besondere daran ist, dass er an der Seite länger ist als an der anderen Seite und es sieht so schön aus angezogen und ich habe den auch direkt am nächsten Tag angezogen zur Arbeit und fand den echt, ich weiß nicht, ich mag den halt total. Der ist richtig schlicht, aber ich mag das halt, wenn so Basics irgendwie so eine Besonderheit haben. Das mag ich sehr, sehr gerne. Genauso wie dieses Oberteil. Das habe ich auch von H&M. Ich weiß, einigen ist das vielleicht so ein bisschen too much mit dem Ausschnitt und so, aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich hatte das auch letztens abends an, als ich tanzen war. Da hatte ich einfach dieses Oberteil an. Eigentlich ist es ein Body, um genau zu sein. Also es ist ein Body. Dazu habe ich dann halt eine ganz normale dunkelgraue Jeans angezogen. Ohne Gürtel, ohne alles. Einfach die Jeans drüber. Dann hatte ich schöne schwarze High Heels dazu an und eine silberne Klatsch. Und es sah irgendwie so schlicht aus. Aber das ist halt so ein Highlight, wie gesagt. Also
quasi so ein Basic mit so einem Eyecatcher und das mag ich halt voll und deswegen gefällt mir das Oberteil sehr, sehr gut. Das bekommt ihr aktuell bei H&M Divided. Genau, das müsstet ihr auch noch im Onlineshop finden, wenn es nicht ausverkauft ist. Kommen wir zum letzten Teil und zwar zu diesem Pulli. Das ist ein Pulli von Bershka und das Besondere daran ist, dass er so ein bisschen cropped geschnitten ist und es ist halt auch wieder ein Basic, hellgrau. So gerippt halt so ein bisschen, sehr eng und schmal und kurz geschnitten und sieht halt auch wieder sehr, sehr gut aus zu einer High-Waisted Jeans. Habe ich jetzt in XS für 12,99 €, also da kann man echt nichts sagen und das kann man jetzt eigentlich so anziehen mit einem Cardigan drüber, wenn es etwas kälter ist oder dann auch so im Frühling und ja, ist halt ein Basic. Viele Basics, aber halt mit immer so besonderen Details und das mag ich halt sehr, sehr gerne in meinem Kleiderschrank. Davon habe ich sehr viel, so schlichte Sachen, die einen besonderen Schnitt irgendwie haben oder ein besonderes Detail. Und das war's. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.